Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder eine Schnipselparty vorbereitet. Das heißt, viele kurze Telefonate, die nicht für ein eigenes Video gereicht haben. Dennoch sind die Videos ziemlich lehrreich und zeigen euch auf jeden Fall auf, was die Küchenschaben so am Telefon treiben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonschnipseln. Hallo, schönen guten Tag. Frau Neumann ist am Apparat. Ich spreche mit Herrn Steinfeger. Ja. Schön, Sie persönlich zu erreichen. Sie haben sich durch Kryptoad bei uns registriert. Möglich, ja. Ich möchte Sie persönlich herzlich willkommen heißen und doch nachfragen, ob Sie soweit alles verstanden haben. Was meinen Sie denn damit? Was soll ich denn verstanden haben? Wie das Ganze funktioniert. Ach so, nee, habe ich nicht. Haben Sie nicht. Bringen Sie Erfahrung mit Herrn Steinfeger oder registrieren Sie sich zum ersten Mal für Online-Trading? Nee, ist das erste Mal. Das erste Mal, okay. Das ist eine Möglichkeit, halt einen Nebenverdienst daraus zu machen oder gutes Geld zu verdienen. Man hat die Möglichkeit, mit vier verschiedenen Basiswerten zu handeln. Mit Rohstoffen, Indizes, mit Aktien, mit Kryptowährungen und mit Währungen. Man investiert das Geld, 250 Euro ist Mindestbetrag, mit dem man starten kann. Und dann hat man die Möglichkeit, entweder automatisch zu handeln, also mit dem Software, oder manuell handeln. Was ist denn da besser? Also ich persönlich bevorzuge manuell Handel aus dem Grund, einen Menschen kann man ja immer fragen, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Das heißt, weil wir lassen Sie da nicht alleine, Sie bekommen von unserer Seite aus professionelle Hilfe. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn da irgendwas schief laufen sollte, dann können Sie den Roboter nicht fragen, was jetzt passiert ist. Deswegen würde ich Ihnen persönlich empfehlen, dass wenn Sie Ihr Konto aktivieren, halt ja jetzt 250 Euro investieren, dass Sie da manuell handeln. Sie bekommen von unserer Seite aus aber professionelle Unterstützung von einem Investmentberater. Dann haben Sie die Möglichkeit, entweder ihm das Konto zu überlassen. Er kann für Sie traden oder Sie können mit ihm gemeinsam traden, je nachdem, wie Sie dann auch zeitlich die Möglichkeit haben, sich dafür zu konzentrieren. Der Investmentberater kümmert sich dann um Ihr Trading-Account und der macht das natürlich nicht, weil Sie ein guter Mann sind oder weil wir Sie kennen. Oder weil wir die Mutter Teresa sind, sondern wir machen das aus dem Grund, weil Sie und wir auf einem Win-Win-Konzept arbeiten. Das heißt, für jeden Gewinn, den Sie machen, verdienen wir auch dazu. Wie viel verdiene ich denn? Hängt jetzt ganz davon ab, wie mit Ihrem Trading-Account gearbeitet wird. Was machen Sie denn beruflich, Herr Steinfeger? Beruflich? Bin ich Haferflockenspalter. Und nun? Warum machen Sie denn Ihren Mikro? Ich glaube, bei dem Beruf Haferflockenspalter war sie dann wohl raus und hat gemerkt, dass wir sie hier nur hochnehmen. Aber wieder schön, was sie hier so alles wieder vom Stapel gelassen hat und wie sie ihr tolles, unseriöses Produkt hier verkaufen wollten. Natürlich empfiehlt sie immer den Roboter, weil den Menschen kann man ja trotzdem noch fragen. Warum, weiß ich nicht. Ich verstehe das alles nicht. Die tollen Betrüger, die versuchen einen immer das Geld aus der Tasche zu locken und haben eigentlich gar keine vernünftigen und rationalen Begründungen, warum man bei denen Geld einzahlen sollte. Naja, aber was will man auch von solchen Callcentern erwarten? Letztendlich rufen die sowieso ohne Erlaubnis bei euch an, deswegen empfiehlt sich es definitiv einfach aufzulegen. Oh? Hallo, ich bin guten Tag, mein Name ist Schleck, genau, für den Gelbvertrieb, Gerold Steiner. Ja? Was persönlich erreicht. Es geht um Preisanpassung wegen Strom- und Gasanschluss bei Ihnen. Was für ein Ding? Um Strom und Gas. Ach so. Ja, was damit? Beziehen Sie den Strom immer noch bei Ihren Grundversorger? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Es geht um den Stromanschluss. Sie möchten Ihnen jetzt in Ihrem Postleitzahlbereich über die neue Preise wegen Strom informieren. Ja, aber irgendwie ist die Leitung schlecht. Ich verstehe Sie kaum. Haben Sie eine schlechte Verbindung, Herr Steiner? Ja, Sie haben eine schlechte Verbindung. Nee. Doch. Viele Kunden am Apparat? Ja, spielt ja keine Rolle, aber Sie haben ja die Verbindung aufgebaut und ich kann Sie nicht verstehen. Okay. Ja, das ist ja mal eine nette Verabschiedung. Einfach mit den Worten okay am Telefon auflegen und gar nicht sagen, dass man nochmal irgendwie anruft und sich nochmal wieder meldet. Nett. Guten Tag. Ja, hallo. Spreche ich mit Herrn Steinfeger? Ja, Sean Steinfeger vom Apparat. Ja, Sean Steinfeger. Herr Spitzhacker von Pharmaapparat, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Sie haben bei uns sich angemeldet, ja, per Onlinehandel? Ja, ja, ja. Wie bitte? Ja, ja, Was machen Sie? Wo sind Sie denn? Ist das ein Callcenter? Was? Nö, Sie rufen doch aus dem Callcenter an. Wie bitte?
Ich doch, Sie rufen doch aus dem Goldcenter an, nicht ich. Nee. Sagen Sie bitte, sind Sie in der Währungsseite oder in der Hauptseite? Was meinen Sie? Sie haben Registrierung gemacht, gell, gerade mit unserer Werbung. Ich brauche wissen, sind Sie noch in der Werbungsseite oder schon in der Hauptseite? Ach so, na nee, da. Das hing irgendwie nicht weiter. Wie heißt denn die Machen Seite? Machen Sie ein Witz, oder? Wie heißt denn die Seite? Machen Sie ein Witz, oder? Wieso? Ist lustig. Herr Steinsberger, möchten Sie Geld investieren? Ja, na klar. Okay, wie viel Geld möchten Sie investieren? Na, da stand ja was von, hier, 250 Euro. Ja. Haben Sie schon entschieden, was für eine Zahlungsmethode benutzen Sie während dieser Einzahlung? Weiß ich nicht, was braucht man denn da? Der Mindest, also Sie können mit Kreditkarte das machen, mit PayPal oder mit normales Konto. Achso, ja, hm. Ja, welche benutzen Sie? Hab ich alles. Sie haben alles. Mit welcher Bank arbeiten Sie? Welche ist Ihre Hausbank? Achso, Sie meinen, bei welcher Bank ich angemeldet bin? Ich meine, welche Bankkonto haben Sie? Bei Sparkasse, Deutsche Bank, Postbank, Volksbank, Raiffeisen, Advantia, welche Bank haben Sie? Na, hier, das mit der Volksbank. Volksbank, ja? Ja. Ist das ein ganz normales Bankkonto? Oder Girokonto? Wieso? Was ist denn dort der Unterschied? Ich brauche das Wissen. Da muss ich noch gucken, wie das Konto genau heißt. Ist das ein Girokonto? Na, so ein ganz normales Konto mit der Karte. Okay, haben Sie auch ein Online-Banking? Ja, sowas habe ich auch. Okay, haben Sie auch Computer dabei? Wie meinen Sie denn das? Wo soll ich denn dabei haben? Ich bin doch zu Hause. Muss ich doch nicht dabei haben. Sie haben nur ein Handy, ja? Nee. Ist das iPhone oder Android? Das ist ein, so von, mit dem Apfel. Mit dem Apfel, ach so. Machen Sie ein Witz, oder haben Sie nichts zu tun? Was meinen Sie, Sie denn? Sie sind volljährig, haben Sie keine Arbeit. Hä? Sie verschwenden Ihre Zeit, sowieso ich werde mein Gehalt kriegen, wissen Sie? Warum sind Sie so komisch? Du bist aber Dummkopf. Warum beleidigen Sie die Leute am Telefon? Warum verschwenden Sie Ihre Zeit? Mach ich doch gar nicht, ich hab mich doch bei Ihrer... Unglaublich nett und höflich. Sobald man da nicht so richtig mitspielt, wie die Betrüger sich das vorgestellt haben, ja, werden sie dann halt gleich wieder ausfallend und beleidigen. Ja? Grüße Sie, mein Name ist Oliver Huber von der Firma Erfolgreich FX. Hallo, schönen guten Nachmittag. Spreche ich mit Sean Steinfeger? Ja, Sean Steinfeger am Apparat. Ich grüße Sie. Sie haben sich registriert für den automatischen Handel in Krypto und Bitcoin. Hallo? Ja, was denn? Eben, Sie haben sich registriert für den automatischen Handel in Bitcoin und Krypto. Ja, hab ich gemacht, glaube ich. Was? Ja, hab ich, glaube ich, gemacht. Ja, haben Sie Fragen dazu? Was soll ich denn fragen? Das ist meine Frage, ob Sie Fragen haben oder kennen Sie sich aus in diesem Bereich und kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll mit dieser Information. Ja, eben darum rufe ich an. Sie haben sich ja registriert. Also das heißt, Sie haben Interesse am Handel in Bitcoin, richtig, und Krypto? Ja. Okay. Ich schicke Ihnen eine E-Mail zu. Schauen Sie sich das an und geben Sie Antwort per Mail. Okay? Und dann? Und dann melde ich mich wieder. Ach so, aber sprach Sie doch ja nicht dazu. Was? Ja, was braucht sie da ja nicht dazu? Tja, das war wohl eventuell mal jemand aus der Schweiz. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber seriöser macht's Ganze auch nicht. Denn, tja, er hat's ja nicht mal nötig, sich zu verabschieden von seinem Opfer. Keine Ahnung, was das werden sollte. Aber, naja, die Leitung, die war ja auch mehr als unterirdisch hier. Hallo? Schönen Tag? Ja? Ich spreche mit Herr Schauern. Sean Steinfeger, ja? Herr Steinfeger, es geht um Online-Handel. Ach so, Also, Sie werden unsere Zeit verschwenden, ja? Sie was? Sie sind ein Arschloch, ja? Du hast Freizeit, ja? So viel und... Du hast schon Blablabla. Hier verlangt,
geh, fick deine Mutter. Verschwende deine Zeit mit deiner Mutter. Ja, kann ich machen. Ja, hier hat man dem Anschein nach wieder eine Betrügerin am Telefon. Tja, die wohl auf Inzest steht. Keine Ahnung, was die da immer alle mit ihren Inzestträumen und Vorschlägen am Telefon haben. Ist mir absolut ein Rätsel, aber naja, die wollen letztendlich irgendwie seriös sein. Vielleicht wäre es ja mal mit einem Anruf, wenn ich bemerkt habe, dass der Kunde sich da 1000 Mal eingetragen hat, mit der netten Nachfrage, warum man das denn getan hat. Denn es könnte ja auch sein, dass sich vielleicht einfach nur die ganze Familie im Haushalt durchregistriert hat, aber naja. So ist es halt, ne? Wenn man als Betrüger unterwegs ist, dann kann man wohl auch nicht vernünftig mit den Kunden sprechen. Hallo. Ja? Hallo. Ja, guten Tag. Schneider und Apparat. Sie haben 300 gesehen heute Morgen. Ja. Richtig. Kann ja, sein. Guten Tag. Haben Sie zwei, drei Minuten? Ja, ich habe auch vielleicht 4,5. Yeah. Okay. Okay, gut. Kann ich da fragen, haben Sie ein bisschen Erfahrung mit... Warum der jetzt hier auf einmal aus der Leitung geflogen ist, kann ich euch nicht verraten. Der war auf einmal weg. Ja, vielleicht weil er überlegt hat, was ich da gerade eigentlich von mir gegeben habe am Telefon. Ich weiß es nicht. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche mit der Frau Thomas. Ich spreche mit dem Sean Steinfeger. Sean Steinfeger hier, ja? Ja, hallo Herr Steinfeger. Die Frau Thomas hier... Ich habe gesehen, dass Sie sich angemeldet haben, um am Onlinehandel Geld zu verdienen. Ja. Genau, dann wollte ich gemeinsam mit Ihnen die Aktivierung durchführen und Ihnen auch da Ihre offenen Fragen beantworten. Mhm. Passt das Ihnen jetzt gerade? Ich habe Zeit. Wunderbar. Herr Schornsteinfeger, haben Sie denn bereits Erfahrung am Onlinehandel oder sind Sie neu? Nee, da bin ich ganz neu. Okay. Und Sie haben sich gedacht, die ganze Sache da zu starten? Weiß ich nicht. Ich habe mich da angemeldet und so. Okay. Mhm. Oh, okay, machen Sie das? Haben Sie gerade die Aktivierung auf dem Handy gemacht oder am Rechner? Nee, am Computer. Am Computer, wunderbar. Eine Sekunde. Schauen Sie mal, ich habe hier eine E-Mail-Adresse. Wo haben Sie die denn? Hallo? Jetzt sind sie weg. Ja, und dann hat die Betrügerin das Gespräch einfach beendet. So stellt man sich natürlich super Kundenservice vor. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat und was das hier insgesamt werden sollte. Vielleicht ist die Leitung einfach nur abgebrochen. Man kennt sie ja nicht anders aus diesen tollen betrügerischen ausländischen Callcentern. Ich weiß es nicht, was die da für Technik benutzen. Also auf jeden Fall kann die Technik nicht besser sein als vom Groppmüll, denn letztendlich... passiert sowas ziemlich häufig bei den Betrügern. Ich gehe mal davon aus, dass die Leitungen einfach überlastet sind oder irgendwie sowas in der Art. Aber naja, ich habe euch noch ein weiteres Gespräch mitgebracht. Hallo? Ja? Ja, hallo, guten Tag. Martin Weber hier, sprich mit Steinfeger. Ja, Herr Steinfeger hier. Wer ist denn am Apparat? Wer ist denn da? Sprich mit dem Steinfeger, richtig? Ja, Herr Steinfeger hier. Ja, Sie haben sich bei uns registriert, Herr Scham. Nee, Herr Steinfeger. Ja, Herr Steinfeger. Sie haben sich bei uns registriert, richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Wie? Haben wir es vergessen, oder wie jetzt? Nee, ich habe mich vorhin bei so einer Werbung registriert. Wenn es bei Ihnen ist, dann kann es ja sein. Aber ob das richtig ist, das müssen Sie mir ja sagen. Ganz genau, richtig. Also, das haben Sie nicht vergessen, genau. Also, Sie haben sich bei uns registriert auf eine Werbung, auf einer Webseite. Hm. Es geht davon bis zum Online-Handel. Ja. Ja. Aber warum ich höre mich ja so als Doppel, warum? Weiß ich doch nicht, warum Sie sich doppelt hören. Ich habe eine Frage, Herr Steinfeger. Woher kommen Sie? Wie meinen Sie das? Woher kommen Sie aus Deutschland? Woher kommen Sie? Welche Stadt? Ach so, aus welcher Stadt? Ja, da bin ich aus Berlin. Okay. Mhm. Und was ist jetzt Ihre Nummer? Wie bitte? Was ist mit Ihrer Nummer? Die 493941. Ja. Was ist das für eine Nummer? Das ist so eine ganz normale Telefonnummer. Wie bitte? Ich sage, das ist meine ganz normale Telefonnummer. Was ist damit? Okay.
Funktioniert die nicht. Also was das jetzt hier werden sollte, kann ich nicht sagen. Der Mitarbeiter, dem ist wohl aufgefallen, dass meine Telefonvorwahl aus einem ganz anderen Teil von Deutschland ist. Das ist aber auch heutzutage überhaupt kein Problem, sich Telefonnummern von woanders zu ziehen, denn unterm Strich sind das ja auch alles Online-Telefonnummern, die ich hier benutze. Da kann man, wenn man ein bisschen weiß wie, kann man sich hier auch einfach die Vorwahlbereiche komplett aussuchen und muss nicht das nehmen, von wo ich gerade eben die Telefonnummer anmelde. Das ist halt eben auch so ein Vorteil von so einer Online-Telefonnummer. Einmal hat das schon gereicht, um hier irgendwie als unseriöser aufzufliegen. Ich weiß es nicht, aber naja, letztendlich hätte er hier mit uns sowieso keinen Reibach gemacht. Das empfehle ich euch auf jeden Fall auch immer wieder. Legt einfach auf, wenn ihr solche Gespräche habt. Schont eure Nerven und zahlt da definitiv kein Geld ein, denn ihr werdet da keine Gewinne machen bei solchen Firmen. Ja, schönen guten Tag. Spreche ich mit dem Schornsteinfeger? Schornsteinfeger, ja. Ja, mit dem Schornsteinfeger, ja. Kann ich Sie denken auch, jeder Callcenter-Mitarbeiter ist der absolut dümmste Mensch, oder? Nö, nicht jeder Callcenter-Mitarbeiter, aber die Betrüger schon. Da sind die meisten schon die absolut dümmsten Menschen der Welt. Na, ich weiß ja nicht so, wie Sie darauf kommen, dass wirklich jeder irgendwie ein Betrüger sein soll, der Sie anruft. Nö, nicht jeder, aber du zum Beispiel. Ich zum Beispiel, ja? Ja. Du weißt doch gar nicht, weswegen ich dich anrufe, oder? Doch, wegen Bitcoin-Scheiße. Nee, eben nicht. Na, weswegen denn dann? Ich möchte dir einen Staubsauger verkaufen. Na, dann los. Verkauf mal einen Staubsauger. brauchst du denn überhaupt einen Staubsauger? Jeder braucht doch einen Staubsauger. Na, hast du keinen zu Hause? Na doch. Doch? Vielleicht kann ich dich ja überzeugen, dass ich einen besseren Staubsauger habe. Na, dann weiß ich nicht, wie du gegen ein Vorwerk ankommen möchtest, aber kannst du mal probieren. Es wäre natürlich übelst geil, ja, wenn du irgendwie so ein YouTuber wärst und so und die Stars, aber das Ding ist so, nicht jeder ist wirklich dumm und nicht jeder ist auf den Kopf gefallen und nicht jeder ruft an, um dir was zu verkaufen, verstehst du? Ach so. Weil ich ruf dich gerade an und sehe deinen Namen. Ich wollte eigentlich nur eine Umfrage. Na, dann frag mal. Ja, jetzt ist es spät. Ich frag doch niemanden, der mich verarschen will. Ach so. Ja, das interessiert mich ja dann nicht. Weil ich will ja die Antworten von einem richtigen Menschen und nicht von irgendeinem Schornsteinfeger. Ach so. Na? Also, auf ein gutes neues Mal. So, hoffentlich gelingt es dir beim nächsten Mal. Weil es gibt bestimmt, ich glaube schon, dass auch Leute drauf eingefallen werden, aber. Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg und. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Naja, ich meine, dass das hier ein unseriöses Gespräch war. Ich glaube, das muss ich keinem erzählen. Da kommt man auch von alleine drauf, denke ich mal. Aber, zumindest ist er ja so halbwegs freundlich noch geblieben, auch wenn das Gespräch ziemlich cringe war und absolut abwegig. Aber gut, dass der hier keinen Staubsauger verkaufen wollte, sondern seinen Finanzbetrug da durchziehen, ich denke mal, das ist uns allen auch wieder bewusst, dass das hier nichts anderes als so ein Finanzbetrug-Heini sein sollte, weil letztendlich die Musik im Hintergrund war wieder laut genug und das Callcenter eben auch furchtbar genug. Und der Typ, naja, so ein bisschen Slang und Akzent hat er ja hier auch wieder passend von der richtigen Sparte gehabt. Oh? Spreche ich mit der Blasent? Einen Moment, ja. Bitte. Ich grüße Sie, ich bin der Simon. Ich melde mich von Investing Academy, vom Bitcoin System, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben. Aha. Achso, beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel bitte? So, so ein bisschen. Achso, okay. Und haben Sie. Tja, und da war er einfach weg. Hier hat sich das auf jeden Fall definitiv so angehört, als hätte der Betrüger einfach aufgelegt, weil er keinen Bock mehr auf mich hatte. Vielleicht ist ihm aufgefallen, dass da noch andere Datensätze im Computer stehen, ich weiß es nicht genau. Naja, schauen wir mal weiter zum nächsten Gespräch. Hallo? Ja? Guten Tag, ich heiße Jack und ich hoffe, Sie von automatisiert Bitcoin-System. Wie geht's Ihnen heute? Aha. Hallo? Ja? Also ich habe ein anderes Konto eröffnet bei uns. Habe ich das, ja. Wie heißt denn die Seite?
So, Sie sind gerade online auf unserer Seite. Nee. Okay, schönen Tag noch. Hä, was denn? Ich würde erstmal gerne wissen, welche Seite. Naja, hat man ja auch ziemlich selten, dass der Betrüger wenigstens noch schönen Tag noch über seine Lippen bringt, bevor er auflegt. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, seriös war die Verabschiedung hier trotzdem nicht. Naja, ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Steinfeger. Hallo. Ja. Erwin ist am Apparat, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Sie haben sich angemeldet, ja? Mhm. Ja, und? Möchten Sie Ihren Handel beginnen? Ja, habe ich doch schon. Wie bitte? Habe ich doch schon. Was haben Sie schon? Ja, mit dem Handel angefangen. Okay. Sie haben schon eine Aktivierung gemacht, meinen Sie? Ja. Okay, sehr gut. Ich wünsche Ihnen noch Sonntag. Tschüss. Ja, winke, winke, Betrüger. Du bist Betrüger. Mhm, Betrüger. Betrüger. Ja, Krimineller. Irgendwie ist das ja schon immer ganz süß, wenn die Betrüger einen dann selbst als Betrüger bezeichnen wollen, obwohl sie ja eigentlich die Betrüger sind. Aber schön, das ist eine typische Abwehrreaktion von denen, das ist immer wieder das Gleiche eigentlich. Man kennt es irgendwie nicht anders. Naja. Ja. Können Sie mich hören, bitte? Ja. Danny Behm hier, von Cryptix. Aha. Da, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben, richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Wie bitte? Weiß ich gar nicht, ob das richtig ist. Also, Sie sind die Frau Luise Ablasen. Ja, Herr Luise, Herr Luis. Herr, ah, Sie sind ein Mann. Ja, steht ja auch da, Luis. Ah, okay, also ich dachte, das sind also Frauen, okay. Sie haben eine Anmeldung gemacht um 13.30 Uhr, also vor eineinhalb Stunden. Richtig? Wenn Sie das sagen, kann das schon hinkommen, ja. Nochmal bitte? Ich sage, wenn Sie das sagen, dann kann das schon hinkommen. Also haben Sie Ihr Handy Lautsprecher erstellt? Ja. Also dann, wie ist Ihre Meinung? Haben Sie Interesse daran oder haben Sie kein Interesse? An was denn? Also über Bitcoin dazu handeln. Ja, weiß ich noch nicht. Okay. Dann schönen Tag noch. Ja, und da war er dann ganz schnell weg. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Ihr findet jetzt hier noch eine nette Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf diesem Kanal. Schaut da auch gerne mal vorbei. Dann könnt ihr gerne die Zeit überbrücken bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich, dass ihr vorbeigekommen seid. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.